Wir haben Nachwuchs bei unseren Kurz-Rüsselspringern. Die Kleinen sind ungefähr Ende Jänner geboren, aber wie alt genau sie sind, können auch wir nicht sagen, da sie die ersten 10 bis 14 Tage im Nest verbringen. Auch die Besucher müssen schnell sein, die Kleinen zu sehen, da sie im Alter von ca. 6 Wochen schon in eine Anlage Backstage gesetzt werden. Die Mutter der Jungtiere ist erst seit Herbst 2021 bei uns und wir sind froh darüber, dass es mit dem Nachwuchs so schnell geklappt hat, da die Weibchen sehr hagelig bei ihrer Partnerwahl sind. Das Besondere an den Rüsselspringern ist, dass sie nicht, wie viele denken, zu den Mäusen gehören, sondern eine eigene Ordnung in der Klasse der Säugetiere bilden und am ehesten mit Elefanten und Seekühen verwandt sind. Zu finden sind die Kurz-Rüsselspringer im Wüstenhaus, in der größten Rüsselspringeranlage Europas, wo wir ihren natürlichen Lebensraum nachstellen, nämlich das südwestliche Afrika. Da die Anlage viele Versteckmöglichkeiten bietet, sind die Rüsselspringer oft schwer zu finden, aber wenn die Sonne rauskommt, findet man sie oft beim Sonnenbaden.